leichter Lebenszeit und heute, da freue ich mich sehr auf die nächste Stunde, zu der ich euch natürlich wie immer ganz, ganz herzlich begrüße. Und wer so ein bisschen unzufrieden ist mit sich selber, vielleicht auch mit seinem Kleiderschrank, der hat heute den richtigen Weg zu uns gefunden. Denn wir entmisten, wir entrümpeln, geben aber auch wirklich gute Tipps. Was gehört eigentlich in einen Kleiderschrank? Kann man das überhaupt so pauschal sagen, Sigrid? Ja, kann man schon. Also es gibt so ein paar Basics, die ich immer mal mit empfehlen würde. Ich sage mal, alles geht, nichts muss. Es ist oft halt auch die Aufgabe, die an mich herangestellt wird. Also auch vollkommen egal, welcher Typ man ist, die Basics. Ich würde mal sagen, es ist eine Jeans, es ist ein weißes Hemd, es ist ein schwarzer Rollkragenpullover und damit ist man eigentlich immer gut angezogen, oder? Du, ich bin dir so dankbar für dieses Outfit, was du auch heute anhast, weil das ist wirklich, das ist eine Punktlandung. Ne? Denn das ist auch sowas, wo ich jedem empfehle, wenn man auch nicht mal weiß, was kommt. Ne? Der Blazer ist halt sehr respektvoll. Ne? Das ist immer schon, wenn du etwas mit Würde ausdrücken sollst, ist auf jeden Fall das ein super gutes Kleidungsstück. Rollkragen geht immer, machst du überhaupt nichts mit verkehrt. Jeans ist dann wieder der sportliche Anteil. Ja? Also so hast du ganz viele Elemente mit drin. Deshalb, als ich das vorhin gesehen habe, habe ich gesagt, yes. Aber frag mal, ich bin heute Morgen nicht einfach nur so an den Kleiderschrank gegangen, sondern ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, wenn ich eine Image-Designerin im Studio habe, dass die nicht allzu viel über mich mäkeln kann. Wir werden später aber noch meinen Kollegen, den Danny, begrüßen. Der weiß noch nichts davon, okay. Aber den kannst du dir auch mal angucken, ob man bei dem vielleicht typmäßig ein bisschen was ändern kann. Denn du kümmerst dich nicht nur um die Damenwelt, sondern die Herren liegen dir auch am Herzen. Und auch bei denen muss man ab und zu mal ran. Ne? Sehr gerne. Also ich meine, das ist ja, da sind wir wieder bei der Aufgabenstellung. Es kommt ja auch darauf an, wo möchten meine Kunden hin. Und mir ist das immer sehr wichtig, dass ich das Thema schnappe, natürlich den Typ schnappe. Und dann gucken wir wirklich, wo, auf welche Zielgerade gehen wir jetzt. Ja? Also machst du dich selbstständig, sagen wir mal im Coaching-Bereich oder so. Ja? Also was ist dein Thema? Das geht dann mit Farben einher. Wie können wir das einfach noch ein bisschen sattelfester machen, sodass du wirklich optimal, ja, optimal rüberkommst, ja, dass du halt auch abholst. Dinge, ne? Zu zeigen, über die man vielleicht selber gar nicht stolpern würde, sondern sagen würde, das steht mir doch eh nicht. Aber das sind genau die Dinge, die einem dann doch besonders gut stehen. Also, wir werden uns gleich natürlich noch ein bisschen genauer unterhalten. Außerdem werden wir uns mit Elisabeth Tadler unterhalten. Und wir schauen natürlich auch am Anfang der Sendung, wie immer, auf den Tag, auf diesen Donnerstag, was der uns so zu bieten hat. Das weiß Lino Bombonato mit dem Tageshoroskop. Tageshoroskop, da ist die Hose Blitz. Tagesprognose natürlich, mein lieber Lino, aber nicht nur dafür bist du da, sondern du hast heute quasi drei Funktionen. Wir gucken auf den Donnerstag, wir gucken auf den spirituellen Medientipp, denn da hast du auch wieder etwas mitgebracht und wir gucken vielleicht auch ein bisschen auf die Zukunft von Sigrid, ob sie den richtigen Weg eingeschlagen hat, nämlich auf meinen Gast des Tages und wir gucken euch natürlich dabei ein bisschen über die Schulter. Aber zunächst erstmal, Lino, schön, dass du auch heute wieder bei uns bist. Ich grüße dich. Lino? Es wird also, hallo auch an die Zuschauer. Und ich freue mich natürlich drauf. Es wird ganz, ganz spannend werden. Freue mich auch auf die Kartenlegung, die kommen wird. Und habe natürlich schon die passenden Karten schon mal rausgesucht. Und ich habe übrigens auch so ein Stück weit wie dein Gast blau an. Also weiß und blau ist mein Hemd. Und ja. Ja, würde einfach mal... Du bist bitte? Ja schon auch jemand, der schon auch so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen eitel ist, aber der schon auch so ein bisschen drauf guckt, dass er gut aussieht, oder? Ja, das schon. Also es kommt immer auf die Situation drauf an. Ne? Also ich war jetzt im Theater gewesen, da mache ich mich natürlich auch schick mit Hemd und so weiter oder mit schönem Pulli. Freizeitmäßig bin ich oft sehr, sehr sportlich unterwegs. Also ich mix das wirklich so komplett. Ich glaube, ich habe gar nicht so meinen eigenen Stil. Aber Hemden zum Beispiel, das kennst du ja bei mir, die strahlen immer sehr und müssen auffallen. Ja, das ist so mein kleiner Tick. Aber hättest du das manchmal ganz gerne? Also ich bin ja auch jemand, die relativ zufrieden ist mit dem Kleiderschrank. Aber so zwischenzeitlich hätte ich schon auch gerne mal jemanden da, der entweder mal meinen Kleiderschrank richtig ausmistet oder der mir vielleicht auch manchmal so ein paar Dinge zeigt, was ich ändern könnte. Also wäre das auch etwas, worüber du nachdenken würdest?
Ganz klar, weil ich habe letztens wollte ich ausmisten, aber dann wurde daraus wiederum nichts, weil ich dann fand, okay, den könnte ich ja eventuell dann und dann noch tragen und das könnte ich dann und dann noch tragen und dann habe ich was rausgeholt und das hat mir dann doch noch so halb gepasst, dann habe ich es wieder eingeräumt. Also ich habe es dann aufgegeben. Also es wäre schon schön, wenn man irgendwie so einen Knopf drückt und dann erscheint irgendwie so ein fertiges Muster, was man anziehen soll. Davon träume ich ganz oft. Einfach wirklich einmal nur so zu machen und alles ist so, wie man sich's vorstellt. Weißt du, ich könnte stundenlang meinen Dachboden aufräumen und ausmisten, meinen Keller. Der Kleiderschrank, den müsste ich jetzt ungefähr schon seit 4 Jahren ausmisten und ich schieb's immer wieder weg, obwohl jetzt rückläufiger Merkur natürlich was Besonderes wäre, aber irgendwie habe ich da gar keinen Bock drauf. Vielleicht komme ich ja heute so ein bisschen auf den Geschmack, denn zum Ausmisten ist natürlich noch die richtige Zeit. Ist denn heute auch der richtige Tag dafür? Das schauen wir uns natürlich gerne mal an. Ich lege mal mit den Feenkarten und da schauen wir mal, was Schönes auf unsere Leute zukommen wird. Und das ist ganz, ganz spannend, weil du gerade eben Satz mit der Zeit gesagt hast. Und hier erkennt man sehr, sehr schön von der Symbolik her, dass wir mehr auf, also heute mehr auf die Zeit achten sollen. Das heißt, wir sollen unsere Zeit besser nutzen, wir sollen unsere Zeit besser einteilen. Viele von uns kennen das vielleicht so am Ende des Tages, überlegt man sich so, was habe ich denn Schönes gemacht oder was habe ich denn erreicht diesen Tag und was wollte ich eigentlich erreichen? Das heißt, die Karten empfehlen hier wirklich so ein bisschen mehr nach Plan zu arbeiten, so ein bisschen mehr darauf achten, wie investiere ich was, vor allen Dingen die wertvolle Freizeit. Die soll ja auch irgendwo investiert werden und oft benutzen wir die einfach dafür, den richtigen Film auszuwählen, den wir dann vielleicht gar nicht finden. Das signalisieren hier die Karten. Und das wäre ja Ausmisten, wäre zum Beispiel auch ein Thema. Ne? Das ist ja was Langanhaltendes, was man dann für sich selbst hat. Ne? Bestimmt. Ich glaube aber trotzdem, dass ich auch heute wieder die Schieberitis habe. Das ist ganz schön, dass du heute mit den Feenkarten gelegt hast, denn um eine Fee geht es auch später noch im spirituellen Medientipp. Du hast hier heute ein ganz besonderes Buch ausgesucht, das auf der einen Seite ein Buch für die Kinder ist, aber wahrscheinlich auch der Erwachsene ein bisschen was mit anfangen kann. Ja, ich habe es selbst gelesen. Ich fand es auch ganz spannend und werde das an meinen Neffen verschenken dann schlussendlich. Und ich finde halt, dass es halt auch wichtig ist, jetzt gehen wir ja so langsam auf Weihnachten zu, wenn man dann vielleicht schon mal den einen oder anderen Tipp für die Weihnachtszeit, Nikolaus etc. hat, auch für die Enkelchen. Ne? Ja, absolut. Also wer ein bisschen mehr über dieses Buch erfahren möchte, auf jeden Fall bei uns bleiben. Ansonsten sage ich bis gleich, Lino, vielen, vielen Dank. Bis gleich, Andrea. Bis dann. Ihr wisst ja eh, ihr könnt unsere Astro-TV-Berater natürlich auch erreichen über unseren Partner Questico. Die erreicht ihr unter dieser eingeblendeten Telefonnummer. Aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr noch nie mit einem unserer Berater gesprochen habt, euch ganz unverbindlich anmelden. Und dann kriegt ihr sogar ein gratis Gespräch, 15 Minuten lang. Und ich finde, da kann man einiges über sich erfahren. Ansonsten kriegt ihr auch fast gratis in dieser Woche wieder ein Geschenk von uns. 50 Cent allerdings, die müsst ihr investieren in einen Anruf aus dem deutschen Festnetz. Aber dann könnte hier dieses schöne Set zu euch kommen. Es ist von unserer Shop-Partnerin und Astrologin Astrid Obersteiner. Es sind 2 schöne Armbänder, die für Kraft und Schutz stehen. Und wer dieses schöne Set gewinnen möchte, der muss wie immer eine äußerst komplizierte Frage beantworten, die ich euch jetzt hier stelle. Nämlich, welcher Finger ist eigentlich länger? Der Zeigefinger oder der Daumen? Unter der bekannten Telefonnummer einfach mal auf den Anrufbeantworter quatschen. Die richtige Lösung natürlich, also sonst... Also ihr könnt auch so drauf quatschen, aber dann habt ihr nicht die Chance, in den Topf zu kommen. Also bevor ich mich jetzt verzettle, Einsendeschluss beziehungsweise bis Freitag 10 Uhr ist der Anrufbeantworter geschaltet. Ja, so ein Knopfdruck wäre toll, Sigrid. Also Sigrid Niermann ist zu uns gekommen. Sie selber ist Typberaterin, Image-Designerin. Und ich glaube, viele von uns wünschten es, dass jemand mal kommt, der wirklich mal klar Schiff in den Kleiderschrank bringt, oder? Ja, also das ist ein Thema, ist auch Teil meiner Arbeit. Weil, weißt du, Andrea, manchmal schleichen sich auch so ein paar blinde Flecken ein. Ne? Und dann guckt man einfach so und denkt, das war vielleicht mal gut, steht mir das noch? Oder wie kann ich jetzt mal sinnvoll dazu kaufen? Oder wie kriege ich überhaupt ein bisschen mehr Pfiff in meine ganze Kleidung? Und da ist es einfach gut, wenn jemand noch mal kommt, der wirklich einen Blick hat für den Typ.
und auch für das Thema, wo derjenige hin will. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Ja? Also brauchst du jetzt Garderobe für einen Job oder brauchst du Garderobe, sag mal, für das Date deines Lebens oder wie auch immer? Also wie ist wirklich auch der Anspruch? Oder machen wir wirklich einen Mix aus beiden? Also und alles kannst geht. Du wirklich für jeder Mann und jeder Frau zur Seite stehen? Weil du bist ja auch ein eigener Typ. Also wie sehr bringst du deinen Typ dann quasi auch in die Typberatung mit rein? Oder schaffst du es schon auch, ich sag jetzt mal, dem 16-jährigen Mädel Trends zu setzen, aber auch eben der 90-Jährigen, die vielleicht auch noch attraktiv und schick auf die Straße gehen möchte. Klar, also fangen wir mal gerade bei der 90-Jährigen an. Ich finde das ganz, ganz wichtig und das ist auch sowas, was ich jedem empfehlen kann. Einfach mal im Ablauf, eigentlich sind es so 10er-Blocks. Ganz grob gesagt, grobe Zehnerraster, dass man einfach immer mal guckt, hat sich der Körper verändert, hat sich meine Einstellung verändert, wie kann ich jetzt vielleicht mich noch ein bisschen besser darstellen oder mich einfach vor allen Dingen auch wohlfühlen. Es geht ja nicht darum, irgendwie eine Rolle oder eine Maske zu bekleiden, sondern dass du ganz du selbst bist. Und ich bin da immer so ein bisschen die Schweiz, würde ich sagen. Ich gucke mir natürlich viele Trends an und schaue immer, was können wir jetzt aufgreifen, wenn das auch so gewollt ist. Aber da sind wir wieder beim Thema guten Zuhören. Denn ich habe ja auch nicht nur mein Fachwissen, sondern auch psychologischen Hintergrund. Also ich arbeite ja im Innen und Außen mit den Menschen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, also ich würde jetzt sagen, bei einer 16-Jährigen könnte ich auch nicht mehr weiterhelfen. Also ich glaube, man sucht sich natürlich schon auch das Klientel so ein bisschen aus. Und die Menschen, die dich brauchen, die suchen sich dich natürlich auch aus und wissen, was sie da auch bekommen, oder? Genau, ja. Also es geht oft so im Bereich, ich möchte sichtbarer werden, ich gehe in die Selbstständigkeit oder ich gehe vielleicht ins Management. Solche Dinge, also schon hohen beruflichen Aspekt oder natürlich auch solche Sachen, wo man sagt nach Trennung. Ja, also so, ich drücke jetzt mal einen ganz neuen Knopf hier. Das Klassische, ne? Also, ich muss mich komplett verändern. Genau, ja. So sieht es aus. Ne? Also sozusagen, jetzt darf Gas gegeben werden. Ich habe mich vielleicht längere Zeit zurückgenommen, aber zurückgehalten. Und jetzt möchte ich mich mal wieder in voller Blüte zeigen und so richtig schön das Leben genießen. Das machst du ja auch. Also es geht nicht nur ums Ausmisten des Kleiderschranks. Also für alle die, die jetzt denken, oh super. Nee, so machst ein Rundum-Paket. Also da geht es wirklich um Haare, da geht es um Make-up, da geht es um Auftreten, da geht es um Persönlichkeit. Und Persönlichkeit macht natürlich auch so ein bisschen die Kleidung. Also du guckst schon, dass du Menschen, die in die Veränderung wollen, dementsprechend auch zur Seite stehst. Manchmal sind es aber auch nur kleine Veränderungen wahrscheinlich, oder? Man muss nicht Angst haben, dass man komplett sich dann am nächsten Tag gar nicht mehr erkennt. Nein, also ich bin ja natürlich auch Impulsgeberin. Und dann ist auch immer die Sache, wie weit gehen wir? Also ich liebe es, wenn ich direkt in die Umsetzung gehen kann. Weil das ist oft so ein Thema, das halt viel beraten wird. Das ist manchmal auch wie ein Buch lesen. Ja, ist ganz schön, ist cool, können wir machen. Und dann kommst du nicht in die Umsetzung. Und da nehme ich die Leute sofort mit an die Hand, meine lieben Kunden, und gehe mit ihnen direkt auch mit shoppen, mit zum Friseur. Wir gehen direkt in den Make-up-Bereich, also wirklich direkt in die Umsetzung, dass du auch ein sichtbares Ergebnis für dich hast und innerlich auch ein fühlbares. Weil dann gehen wir natürlich wieder ins stille Kämmerchen und dann gucken wir auch mal in so hässliche Glaubenssätze rein. Ne? Dieses, ich bin nicht gut genug oder na, das sind ja so Dauerfunker, die oft so im Kopf sitzen. Und da wirklich mal den Hebel auch anzusetzen, dass wir da so ein paar Wände mal niederreißen. Also im wahrsten Sinne des Wortes entstauben, und zwar nicht nur den Kleiderschrank, sondern natürlich auch so ein bisschen die Seele. Ja. Wie bist du selber überhaupt dazu gekommen? Also bist du auch so ein Typ, weil du sagst ja selber, man muss natürlich auch im Laufe des Lebens eine Veränderung mittragen oder mitmachen. Also wie hast du dich selber verändert? Warst du immer so ein Typ oder gab es da schon auch die 80er Jahre, die Punkzeit, also die komplette Veränderung? Wahrscheinlich, weil ich die Veränderung lebe. Es war immer so, dass ich habe mich ein bisschen ausprobiert überall, habe immer geguckt, tut mir das gut, tut mir das nicht gut, habe längere Zeit in London gelebt, in Israel gelebt, ja, da hattest du schon ein ganz anderes Umfeld. Also ich habe überall mal reingeguckt und das war auch mit meinen Outfits so. Also ich glaube, ich habe alle Haarfarben durch, alle Haarlängen durch, also immer sehr experimentierfreudig gewesen. Und natürlich gab es nicht nur immer schöne Sachen in meinem Leben auch. Also mein Mann ist sehr plötzlich verstorben vor 7 Jahren. Das war natürlich kompletter Schlag ins Kontor. Ich habe ein Jahr nur schwarz getragen. Also ich kenne auch die andere Seite. Mhm. Und das macht mich, glaube ich, im hohen Maße empathisch auch für meine Kunden, dass ich jeden da abholen kann, wo er gerade steht. Und dann gehen wir den Weg zusammen als Team. Mhm. Mir ganz wichtig. Also ich muss ja nicht irgendeinen überfahren oder so. Nein, also ich habe ein hohes Maß an Respekt für meine Kunden.
verändert man sich so ein bisschen? Also ich war ja auch mal jung und da habe ich schon gemerkt, dass ich viel, viel häufiger zum Shoppen gegangen bin, viel größeren Wert darauf gelegt habe. Heute sage ich, oh, mein Kleiderschrank ist eigentlich so gut bestückt, ich habe eigentlich genügend, ich gehe gar nicht mehr so viel einkaufen, ich hole mir gar nicht so viel Neues mehr. Ich glaube, das ist so ohnehin der Trend, dass man einfach sagt, auch vielleicht der neue Minimalismus, dass man nochmal schaut, muss das jetzt so sein oder gucke ich jetzt vielleicht einfach mal nach einer besseren Qualität, ich hole mir jetzt das und das, ich hole mir Sachen, die ich gut kombinieren kann, als immer so dieses wilde Losshoppen, hey, wir haben Sale, wir gehen jetzt da rein. Und manche Sachen hat man sich ja dann auch schon schön geredet, ne? Dass man so, ah ja, passe ich vielleicht noch rein oder solche Dinge. Ne? Aber einfach jetzt noch mal zu gucken, so ein bisschen nachhaltiger auch zu gucken, was hole ich mir wirklich dazu, was macht Sinn und auch den Kombinationsgedanken halt eben mit reinzunehmen. Was sind so die größten Fehler, die vielleicht, ich rede jetzt mal mehr von der Frau, weil okay. Ich glaube, dass die Frauen vielleicht da doch eher so ein bisschen Neugier haben, was so Typveränderungen auch anbelangt. Also was sind so die größten Fehler, die man eigentlich so machen kann? Also ich sage das ja auf meiner Homepage auch, das sind so die 10 schlimmsten Styling-Sünden, sind eigentlich wirklich schlecht sitzende Kleidung. Ja, dass du also von vorne guckst und beachtest gar nicht, was passiert da zum Beispiel hinten. Ne? So, fängt eigentlich schon mal BH an, oder? Ja, total. Mhm. Ja, also da gibt es ganz gruselige Sachen. Also wenn du dann mal so Fotos guckst, ein schlecht sitzender BH, der kann wirklich das ganze vordere Profil ruinieren. Ne? Also das sind schon solche Dinge. Ja, also schlecht sitzende Kleidung, dann natürlich bei Frauen Thema Make-up. Ne? Manchmal ist es das zu viel, das zu wenig oder vor allen Dingen auch das falsch gesetzte Make-up, ja, was dir die Augen vor ein bisschen auseinanderreißt oder vielleicht auch die Wangenknochen tiefer rutschen lässt, als sie überhaupt sind und solche Dinge. Also es ist, hat generell eigentlich mit, ja, das sind Auswahlfehler, würde ich wirklich sagen. Ja. Auswahlfehler, wo einfach die berühmten blinden Flecken wieder sind, was du auch im Laufe der Zeit so komprimiert hast, das siehst du gar nicht mehr. Es gibt ja auch sowas wie Betriebsblindheit. Ja, ja. Das gibt es auch in der Kleidung und auch im Make-up-Bereich. Also selbst ich gehe immer noch los, auch noch mal zu Kollegen und lass auch noch mal drüber gucken für gewisse Sachen. Mhm. Ja, also stell dir mich da auch noch mal auf den Prüfstand, weil ich das ganz wichtig finde. Gehört ja auch dazu. Ne? Mhm. Also alles hat so seine Zeit, alles hat so seine Trends und manchmal muss man sich verabschieden. Also mir fällt bei sowas ja immer die liebenswerte Natascha Ochsenknecht ein, die eigentlich, also man kennt sie nur in diesem oder mit diesem absolut pinken Lippenstift, ja. Wobei sie mittlerweile auch sich von dem verabschiedet hat. Ja. Hat aber doch auch gefühlt 20, 25, 30 Jahre gedauert, aber mittlerweile greift sie eben auch mal zu anderen Dingen. Und manchmal braucht man eben so den Anstoß in die richtige Richtung und den gibst du den Leuten. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Du hast mit Sicherheit auch viele spannende Geschichten und natürlich auch ein paar Beispiele mitgebracht, dass wir sehen, was es heißt, wirklich auch in die Veränderung zu gehen. Ja. Jetzt machen wir erstmal weiter mit einem spirituellen Medientipp. Und ich glaube, das tut ja auch mal ganz gut, so einen kleinen Buchtipp mal zu bekommen oder so, der so ein klein wenig vielleicht etwas mit dem Kind zu tun hat, aber vielleicht auch dem inneren Kind, aber vielleicht auch mit einer neuen Anregung, oder? Super gut. Sehr gut. Gerne. Der spirituelle Medientipp, Lino Bombonato. Dubravka Mills ist die Autorin und man muss wirklich sagen, du hast dich richtig ins Zeug dieses Mal gehangen und hast auch tatsächlich Kontakt mit ihr aufgenommen, weil du von diesem Buch so begeistert warst. Oder wie bist du überhaupt auf dieses Buch gekommen, Lino? Ja, ich hatte tatsächlich bei einem bekannten Verkaufsportal geschaut nach spirituellen Büchern für Kinder, habe mich so ein bisschen erkundigt und bin dann auf dieses Buch gekommen, Tibi, die Waldelfe, und habe dann geschaut, wer hat es geschrieben, und lustigerweise hatte ich die Person auch in meiner Freundesliste auf einer Online-Seite.
und habe dann einfach mal angeschrieben und gefragt, hey, wie schaut's aus? Ich würde gerne das Buch mal lesen oder beziehungsweise würde gerne mehr Informationen darüber haben, über die Hintergründe des Buches, und bin dann einfach in Kontakt gekommen. Also ich bin da ja relativ schmerzfrei in solchen Situationen. Ja, was ich aber gut finde und vor allem, weil ich auch glaube, dass sich die Autorin gefreut hat. Und wir stellen eben heute dieses Buch vor. Da geht es um eine sehr, sehr schöne Geschichte, die schön zu lesen ist, aber die man auch ganz gut verinnerlichen kann. Ja, und vor allen Dingen, ich sag mal, sind viele, viele gute Tipps drin, die man auch als Erwachsene zum Beispiel in der Erziehung nutzen könnte für die Kinder. Es geht ja schlussendlich um Tibi, die Waldelfe. Es sind viele spirituelle Aspekte mit drin. Es geht zum Beispiel auch darum, dass sie ein Vollmondfest feiern, und da wird halt ein ganz wichtiger Schatz geklaut in diesem Elfendorf, und Phoebe geht dann in die Abenteuer auf Reisen, auch in die Menschenwelt zum Beispiel. Und das finde ich halt ganz, ganz spannend. Ne? Das, ich habe das auch so ein bisschen so symbolisiert, dass Tibi halt das Kind ist, was halt in die Eroberung geht schlussendlich. Und es wird halt auch wirklich gesagt, dass es mehr Sachen auf der Welt gibt, als man sehen kann, und dass man sich das nicht ausreden lassen kann. Ich weiß nicht, ob das vielleicht bei dir auch so gewesen ist, dass du als Kind bestimmte Sachen sehen oder wahrnehmen konntest. War das bei dir so, Andrea? Also ich habe ein Erlebnis mal gehabt, das werde ich auch nie vergessen. Ich weiß nicht, was es war, aber ich weiß, dass ich noch relativ klein in meinem Zimmer war und meine Eltern waren irgendwo, keine Ahnung, wo sie waren. Also es war nachts, also ich war alleine natürlich in meinem Hochbett. Und auf einmal habe ich raus aus dem Fenster geguckt und überall war, kennst du diese Weihnachtssterne, die so aus Stäben bestehen, die man so knicken kann, ja, die so glitzern und so. Und das ganze Feld war voll mit solchen glitzernden, runden Kugeln. Und plötzlich kamen die auch in mein Zimmer rein. Ich weiß nicht, hatte ich Fieber zu der Zeit oder war es tatsächlich irgendeine Begegnung? Aber ich werde es nie vergessen, dass da etwas in meinem Zimmer plötzlich gewesen ist, was von draußen reingekommen ist und was mir auch so ein ganz, ganz warmes, gutes Gefühl gegeben hat. Vielleicht waren es Elfen, ich weiß es nicht. Ja, und solche Situationen meine ich, ne? Und es gibt ganz, ganz viele, die solche Situationen hatten. Also ich habe ja auch einige solche Situationen in der Kindheit gehabt. Und viele Eltern sagen dann zu den Kindern so, ach, da war nichts, schlaf weiter und so fort. Und Dubravka Mills ist selbst eine spirituelle Person. Also auch eine, die halt auch Karten legt, glaube ich, und einige Sachen macht. Und dementsprechend finde ich das schön, dass diese Aspekte einfach mal mit reingenommen werden von ihr. Und dass den Kindern da auch gezeigt wird oder Mut gemacht wird, hey, es gibt irgendwo auch andere Wesen, ne? Und das ist gar nichts Schlimmes, die tun ja erstmal gar nichts. Und das finde ich halt so spannend an dem ganzen Buch. Und es ist echt total süß geschrieben, muss ich dazu sagen. Also total naturverbunden und alles drum und dran. Hast du denn darüber geredet als Kind? Also hast du mit deinen Eltern gesprochen oder mit irgendwem dann über deine Begegnung? Oder hast du das dann einfach bei dir? Das weiß ich gar nicht mehr. Kann ich dir jetzt gar nicht mehr beantworten. Ich weiß nur, dass es eine Geschichte ist, die ich in meinem Lebtag nie vergessen habe. Und ich sehe auch immer noch diese Lichtwesen, nennen wir sie mal so, vor mir. Ob es jetzt was war oder nicht, ich weiß es nicht. Aber hier geht es ja auch wieder um das gute Gefühl. Und ich glaube, gerade bei Kindern ist es ja so, die haben in ihrem Kuscheltier einen Begleiter, der hat natürlich auch ein Leben, der lebt für die. Das ist ja nicht einfach nur ein Stofftier. Die haben plötzlich ihre unsichtbaren Freunde, die wir als Erwachsene gar nicht mehr sehen können. Und natürlich die es vielleicht noch behalten haben, das sogenannte dritte Auge. Ja, die reden natürlich auch von den Elfen, die reden auch zu den Engeln, weil sie den Kontakt in irgendeiner Form nicht verloren haben. Und deswegen ist es vielleicht auch mal wieder ein guter Anstoß, sich zu öffnen und mal wieder an ein paar andere Dinge zu glauben. Ja, ich wäre froh gewesen, als Kind vermutlich auch so ein Buch gehabt zu haben, wo das alles erklärt ist. Ich finde halt, das ist erst mit der Zeit jetzt auch irgendwo gekommen auf der ganzen Buchwelt, ne? Dass das so, dass da mehr über diese Thematiken halt auch gesprochen wird. Und ich finde, es ist mal was anderes, ne? Normal gibt es ja immer so die Kindergarten- oder Grundschulstars, die dann über die dann geschrieben werden quasi. Und das ist halt dann einfach mal Tibi, die bei den Elfen ein ganz, ganz großes Ding sozusagen ist. Und ich finde,
finde es spannend. Ich finde es auch sehr, sehr spannend und vor allem, es regt natürlich auch so ein bisschen unsere Fantasie an und ich glaube schon auch, dass man Kinder zu einer Offenheit erziehen sollte und ja, das auch ernst nehmen soll, wenn sie mit solchen Geschichten kommen und vielleicht nimmt dann auch der ein oder andere Erwachsene sein Kind mal ein bisschen ernst und erkennt vielleicht wirklich, dass manches nicht unbedingt erklärbar ist, aber schön ist, wenn man es zu hören bekommt. Ja, und Abenteuer sind sowieso immer was Wichtiges, ne? Also da viele hören ja auf, irgendwann Abenteuer zu führen und da sollten sich vielleicht einige Erwachsene auch nochmal an die Nase packen und mal wieder zu neuen Abenteuern aufbrechen. Ja, das wirst du vielleicht auch der Sigrid gleich erzählen, dass ein paar Abenteuer auf sie warten, denn wir wollen heute euch Berater mal wieder ein bisschen über die Schulter blicken und ich finde das immer ganz schön, wenn wir einen Studiogast haben, die auch offen dafür ist und die sagt, Mensch, wenn man schon mal bei Astro TV ist und wenn hier schon mal so ein Berater da ist, dann hat der vielleicht doch auch Lust, mir mal so ein bisschen in die Karten zu blicken. Das werden wir später auf jeden Fall tun, Lino. Jetzt sage ich erstmal herzlichen Dank. Schöne Grüße an Dubravka Milz, falls sie zuhört. Also ein wunderbar empfehlenswertes Buch für Groß und Klein. Also wer auf der Suche ist nach einem etwas außergewöhnlicheren Geschenk mal für die Kleinen oder auch die Großen, der kann auf jeden Fall dieses Buch finden. Egal wo, Buchhandlungen, natürlich auch online-mäßig, einfach mal eingeben und dann auf die Suche gehen. Lino, bis gleich. Vielen Dank für diesen schönen Tipp. Bis dahin. Jetzt machen wir erstmal weiter, denn es gibt natürlich auf der einen Seite die Kartenleger, es gibt aber auch die Astrologen. Einen Astrologen, den kennt ihr natürlich hier von Leichter Leben, unseren Timo Wagenbach. Der blickt für euch auch in die Zukunft. Entweder wenn es um eure Persönlichkeit geht, wenn es um die nächsten 12 Monate geht, wenn es um eure Beziehung geht, was ihr alles von ihm bekommt, das erzählt er euch natürlich am besten selber. Und wie ihr ihn erreicht, das erzählt er euch auch am besten selber. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Timo Wagenbach, ich bin Medienastrologe und präsentiere Ihnen hier eine Auswahl meiner schriftlichen Horoskope und Horoskopanalysen. Heute die Partnerschaftsanalyse, der klassische Partnerschaftsvergleich in der Astrologie. Finden Sie heraus, ob Ihr Traumpartner wirklich Ihr Traumpartner ist, wo die Schwächen in der Beziehung sind, wo sind die Stärken innerhalb der Beziehung und falls Sie jemanden neu kennengelernt haben, dann können wir auch schauen, indem wir einfach einen Vergleich zu der neuen Person machen. Was brauche ich von Ihnen? Geburtsdatum, Geburtszeit und Geburtsort von Ihnen und von der anderen Person. Und wie gesagt, sollten Sie jemanden neu kennengelernt haben, dann reicht auch nur das Geburtsdatum. Als kleines Geschenk gibt es dazu Ihr Partnerschaftsradix mit den sensitiven Punkten und den Asteroiden. Bestellen Sie jetzt unter 0800 400 8686. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Sigrid Niermann ist zu uns ins Studio gekommen und sie hilft den Menschen weiter, die vielleicht ihre Persönlichkeit oder ihren Typen noch nicht ganz so gut gefunden haben. Denn ich glaube wirklich, dass man vorher, nachher, gibt ja auch ganz viele Sendungen, wo man sich denkt, wow, also aus dieser unscheinbaren Person hat man mit ein bisschen Übung, mit ein bisschen Talent wirklich einen Schwan erschaffen. Sind das die Dinge, die dir auch am meisten Spaß machen? Oder sind es auch manchmal einfach nur so diese Kleinigkeiten? Beides. Aber es ist natürlich fantastisch, so eine Veränderung mitzuerleben und auch zu erleben, was sich da tut. Also mir fällt jetzt gerade auch eine Kundin ein, wo ich wirklich anschließend, wir haben keine professionellen Fotos gemacht. Ich habe sie wirklich nur vorher fotografiert und nachher. Und die ist, also ich glaube, innerhalb von 2 Stunden 5 Zentimeter gewachsen. Ganz andere Körperhaltung. Ich habe ihr nichts gesagt. Es hatte eine phänomenale Wirkung, weil die hat gesagt, boah, ist das toll. Ich fühle mich so wohl. Und für mich ist ja sowieso jeder schön. Ich kitzel nur noch so ein bisschen mehr raus. Du hast ein paar Bilder mitgebracht, genau. Also, wo man so ein bisschen sieht, dass du natürlich schon auf der einen Seite Präsenz zeigst mit deinen Kunden. Das heißt, ihr seid auch wirklich vor Ort, ihr seid auch miteinander. Aber für alle die, die jetzt nicht in deinem näheren Umfeld sind, mit denen kannst du schon auch online ein bisschen arbeiten oder wie sieht das Ganze aus? Ja, also wir können online vorarbeiten, vor allen Dingen gerade was natürlich die Fragen angeht und überhaupt das Thema der Beratung sein soll. Ja? Was ich vorhin schon mal angesprochen habe, geht es jetzt hier wirklich um etwas für Beruf, für Privat oder wie auch immer. Wie ist meine Aufgabe? Wo benötigt mein Kunde oder meine Kundin eben Hilfe? Das können wir wunderbar online machen. Viele Dinge können wir wirklich, ich gucke immer, wie weit sind die Leute weg, aber es macht wirklich auch mal Sinn, sich selbst
selber auf den Weg zu machen. Das macht nämlich auch was mit dir. Komplett mal raus aus deiner Atmosphäre, zu uns kommen, sich dort auch mal verwöhnen lassen, beraten lassen. Das ist auch manchmal ganz, ganz wichtig, um die Leute optimal mit auf den Weg zu nehmen. Ja, also auch da gucke ich immer, was tut diesen Typ jetzt gerade gut? Sollte der sie es sich gerade mal auf den Weg machen zu mir, um auch mal aus dem Umfeld rauszukommen? Wir müssen aber jetzt keine Angst haben, dass du quasi den kompletten Kleiderschrank auf den Kopf stellst, alles raushaust und komplett alles neu quasi hineinhängst, sondern man probiert manchmal schon dann eben Sachen in einer anderen Kombination zu finden, aber natürlich Nachhaltigkeit auch ein großes Thema wahrscheinlich heutzutage. Klar, mehr denn je. Deshalb sage ich ja, es ist mal einfach irgendwie loszugehen und zu sagen, jetzt kaufe ich mal hier und jetzt kaufe ich da. Das Tolle ist ja, wenn man auch dann wirklich gut und clever zukaufen kann und es auch wirklich mal breiter streut. Das heißt ja nicht nur, dass du immer nur eine Marke tragen sollst, musst, darfst, wie auch immer. Das ist ja jetzt, was du dir da selber dann auferlegt hast. Sondern auch mal zu gucken, okay, vielleicht gehe ich jetzt mal einen neuen Weg. Jetzt gucke ich mir vielleicht einfach auch mal ein paar Sachen an, die nachhaltiger sind und überlege jetzt wirklich auch mal, wie ich einfach clever dazu kaufe. Mhm. Ja, also mir geht es auch darum, ein bisschen was fürs Portemonnaie letztendlich zu tun. Denn die Beratung sollst du natürlich auch gerne wieder rausbekommen und die bekommst du ins 10, 20, 30-fache wieder raus, weil du wirst einfach sicherer und du hast ein Verständnis für deine Farben und für deine Schnitte. Und das ist wirklich, viele Kunden sagen mir immer, das ist, als wenn so eine neue Tür aufgetreten wird. Ganz anderer Blickwinkel. Du siehst mit einmal, oh ja, ah, jetzt weiß ich vielleicht, oh, das Khaki war nicht so gut, eben weil es nicht dein Hauttyp oder deine Haarfarbe entsprochen hat. Du warst im falschen Farbschema unterwegs. Ja. Ja? Wir sehen da vorne auch die Tücher. Das ist halt viel wirklich ganz, ganz wichtig für meine Arbeit, dass wir eine ganz exakte, genaue Analyse machen. Bist du kalt oder warm unterlegt? Damit geht und fällt es erstmal. Und dann teilt sich das immer weiter in verschiedene Gruppen ein. Mir ist es aber auch wichtig, dass du das verstehst. Also ich arbeite mit meinem Kunden immer an dem Verständnis der Farben, dass ich den Ich kann jetzt mal zu dir kommen und du könntest mir jetzt quasi hier mal sowas umhängen und dann würde man von mir, vom Gesicht schon erkennen, was sich gut spiegelt oder nicht. Ja? Also deinen Typ habe ich natürlich vorhin schon erkannt, im Groben. Die Sache ist natürlich, du bist jetzt geschminkt, also bei mir ist komplett blank. Aber sowas von dezent. Genau. Also ich stehe eigentlich morgens schon so auf. Das war klar, ne? Super. Nein, also man kann jetzt vielleicht wirklich schon sehen, aber wenn ich dir das. Aber es ist ganz gut, dass ich so dunkel angezogen bin. Ne? Das ist ja, also das mache ich auch, wenn ich arbeite. Ich bin immer grundsätzlich dann sehr dunkel angezogen, aus Respekt zu meinen Kunden. Also bei dir ist, wir gehen mal direkt ins Eingemachte. Bei dir ist wirklich, du bist kalt unterlegt. Das heißt also, ich würde dich jetzt aufgrund deiner Haarfarbe, du warst wahrscheinlich früher als Kind etwas blonder, als du jetzt bist. Ich war ganz blond, habe ich mir schon gedacht. Genau. Aufgrund deiner Augenfarbe, Hautfarbe und so weiter, sehe ich schon, dass es du wirklich kalt unterlegt bist. Also du bist in den kalten Farben deutlich besser aufgehoben, als wenn ich dich jetzt in warme Farben kleiden würde. Also bei dem Gold wäre ich bei dir schon wieder ganz, ganz vorsichtig. Ich habe jetzt leider meinen Arm hier so ein bisschen hoch, weil ich will jetzt, ups, ich komme mal so rum. Ja, also man könnte im ersten Moment denken, ja, ist ja ganz nett, vielleicht so der Haarfarbe und so, aber auch hier können die Kamera schon so ein bisschen verfälschen. Deshalb ist es immer auch für mich ganz wichtig, dass ich Tageslicht habe, bei dem ich teste. Und dann kriegst du vielleicht manchmal auch so ein Gefühl, wenn wir jetzt sagen würden, naja, wo sehe ich für dir nichts? Das Braun, ja, ist ganz nett, aber wie wir schon merken, auch du bist auch absolut ein Typ, der super gut schwarz tragen kann. Ja, ja. Also das ist schon eine Harmonie beruhigt bei dir. Ne? Also das ist, also ich bin ja auch nicht so experimentierfreudig. Ich glaube, wer mich die letzten Jahre gesehen hat, der weiß, dass ich typmäßig mich schon irgendwie gefunden habe. Ja, das sehe ich auch. Und dass mein Kleiderschrank in erster Linie natürlich aus nicht wirklich bunten Farben besteht, sondern ich eher wirklich so in die Schwarz-Blau. Blau ist natürlich meine Lieblingsfarbe, also sehr viel Blau auch. Passt habe auch super zu dir. Habe sportlich, wenn ich sportlich unterwegs bin, habe ich gerne auch mal was Buntes an. Ja. Aber ansonsten glaube ich, ist es natürlich schon so, dass man manchmal trotzdem vielleicht den Mut braucht. Pink ist eine Farbe, die steht mir angeblich sehr, sehr gut. Mhm. Also manchmal ist es auch so ein bisschen so ein Rantasten, weißt du, dass man erstmal ein Element nimmt. Ja, wir fangen vielleicht jetzt nicht gerade mit so einem schreienden Ton an. Genau, also Pink ist, weiß Gott,
keine schlechte Wahl für dich. Also ich könnte mir das jetzt durchaus gut vorstellen, wenn wir das jetzt hier unter dem Bläsermann hätten. Nicht so krachend, wie es hier ist. Ja, vielleicht 2, 3 Nuancen tiefer. Und das ist so der Feinschliff, den ich auch meine, wo es also wirklich dann auch ganz wichtig wird, nochmal zu gucken, was tut dir gut, wenn es jetzt hier, manche brauchen wirklich dieses Leben, dass es so richtig ballert, wie ich immer sage. Aber für manche ist es einfach besser, wenn der Ton so ein bisschen gedeckter ist. Mhm, ne? Also hier haben wir im Grunde auch schon einen guten Farbspiegel für dich. Auch blau ist, das, du hast schon gesagt gerade, du magst blau. Ganz, ganz schönes Element für dich auch. Also harmoniert sieht man jetzt auch schon in der Kamera. Super mit deinen Augen, super mit deinen Haaren. Haarfarbe passt auch perfekt bei dir, weil du hast kühl reingezogene Strähnen. Ganz wichtig. Du passt bei deinem auch sehr Typ, gut, ne? Zu mir. Also ich finde, wir passen überhaupt gut zusammen, oder? Ja, und mein Stuhl passt das auch gut zu Energie mir. Heute. Das ist sehr, sehr schön. Ja, aber es macht ja auch wirklich Spaß. Also es geht ja auch wirklich darum, mal wieder zu inspirieren und den Menschen mal wieder zu zeigen, traut euch ruhig auch mal. Auch vielleicht mal so ein bisschen in die Veränderung zu gehen. Und wie du es gleich zu Beginn gesagt hast, und das hat mir besonders gut gefallen, ne? Jeder kann, keiner muss. Also wir können Dinge ausprobieren. Und wenn wir uns selber nicht wohlfühlen, obwohl es uns vielleicht gut steht, wirst du wahrscheinlich auch niemanden überzeugen oder überreden. Um Gottes Willen. Aber manchmal ist es auch so, dass du es wirken lassen solltest. Also ich habe selber vor meiner Ausbildung gedacht, ich bin so ein Herbsttyp. Ja? Kam da also wirklich immer so ein Rostrot reingeschneit. Und dann habe ich schon den Blick des Lehrers gesehen. Der hatte natürlich recht. Ich bin auch kalt unterlegt. Also eher Violett-Blautöne und sowas. Ich fand es ganz doof am Anfang. Ne? Wie sieht so dein Kleiderschrank aus? Also gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das ist meiner, der sieht zwar so aus, aber das bedeutet nicht, dass er bei jedem so aussehen muss? Nee, also da sind wir wieder bei dem Individuellen. Also mein Kleiderschrank ist recht bunt, auch geworden im Laufe meines Lebens, muss ich sagen. Ich merke, je älter ich werde, umso mehr gehe ich auch schon wieder auf Farbe, weil ich finde, es bringt auch eine unwahrscheinliche Lebendigkeit rein. Also ich bin jetzt Ü50 und manchmal geht es so los, dass die Damen und Herren sich immer mehr zurücknehmen, immer mehr so ein bisschen graue Maus werden und ich gehe völlig den anderen Weg. Und das ist auch das, was ich meinen Kunden sage, weil viele sagen dann, boah, mein Körper hat sich verändert und ich weiß nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr so attraktiv und fühlen sich auch so nicht gesehen. Und dann ist natürlich Farbe immer ein tolles Element, um dann auch nochmal in die Sichtbarkeit zu kommen. Ja, wir dürfen uns da ruhig auch trauen. Ich glaube, die einzige richtig knallige Farbe, die ich auch so in meinem Schrank habe, ist mein gelber Regenmantel. Aber wenn ich ihn anhabe, dann freue ich mich jedes Mal drüber, dass ich ihn einfach tragen kann. Super. Also ich freue mich auf den Regen. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter, Sigrid. Vor allem auch, was du so in der nächsten Zeit planst, wie man dich erreichen kann, was dir noch so wichtig ist. Also es ist ein schönes Thema, denn über Mode und natürlich auch Persönlichkeit zu reden, das macht natürlich Spaß. Jetzt, ich kann gleich mal die Elisabeth noch fragen, inwieweit sie auch ihren Stil gefunden hat, denn da hat sie sich ja auch ein bisschen verändert in den letzten Jahren, unsere Elisabeth Tadler. Und wie ihr Elisabeth übrigens auch erreichen könnt, denn sie ist auch eine unserer Lebenspartnerinnen, Beraterinnen von unserem Partner Quest. Das sagt sie euch zunächst erstmal selber. Bei mir kommt es in der Beratung auf jeden Fall darauf an, dass ich umfassend, dass ich das gesamte Spektrum habe. Meine Hellsicht, meine Astrologie, die damit kommt. Und wenn es dann noch notwendig ist, nehme ich dann auch noch mal die Karten zur Hilfe. Allerdings ist es kein Muss. Was wichtig ist, ich nehme alles zusammen. Es ist auf jeden Fall für denjenigen, mit dem ich kommuniziere, ist es dann ein Rundumpaket. Und ich finde es wichtig in meiner Gesamtberatung, dass sich da jeder wohlfühlt. Elisabeth, ja, wenn man das Video gerade angeguckt hat und dich jetzt sieht, sieht man, dass du auch in der letzten Zeit ein bisschen an deiner Persönlichkeit gearbeitet hast oder kann man sagen, zu dir besser stehst und angekommen bist? Ich grüße dich. Ich grüße euch. Ich muss so lachen. Es ist wirklich so. Ich habe mich in all den Jahren immer wieder wie so ein kleines Chamäleon verändert. Mal habe ich ganz blonde Haare gehabt, dann habe ich rote, violette Haare gehabt. Wie ihr da im Video seht, waren sie noch sehr kurz, noch relativ dunkel gefärbt. Mittlerweile stehe ich zu meinen eigenen grauen Haaren und möchte das nicht mehr missen. Grau ist so modern zurzeit. Und jetzt habe ich auch gesagt, so, und jetzt muss wieder mehr Mut zur Farbe her. Eine Zeit lang habe ich auch mal ein bisschen dezenter
mich angezogen. Aber wie du siehst in dem Video, ich habe immer wieder rote, lila Töne, also so immer wieder in diese verschiedenen Töne war ich immer wieder unterwegs. Also Mut zur Farbe habe ich schon immer gehabt. Ja, und es macht auch Spaß, ne? Also vielleicht mal sich zu verändern oder jetzt heute auch mal der Sigrid ein bisschen zuzuhören und vielleicht mal wieder die eine oder andere Inspiration, Anregung zu bekommen. Nicht immer nach den gleichen Dingen im Kleiderschrank zu greifen, sondern vielleicht auch mal wieder ein bisschen Mut haben, andere Kombinationen zu finden. Meine liebe Elisabeth, du machst ja den Menschen auch immer Mut als Beraterin und hast ja auch heute wieder ein Thema, ein Mutmachthema rausgesucht. Ja, genau. Und es passt ja auch wunderbar zu diesem Thema von Veränderung, ja. Und vor allen Dingen Mut dazu, zu sich selber zu stehen. Ich habe den alten Glaubenssatz rausgeholt, dein Licht unter den Scheffel stellen oder unter den Tisch stellen. Viele können mit dem Namen Scheffel nichts anfangen, aber unter den Tisch stellen. Wie oft macht man sich klein? Man zieht sich dementsprechend grau und was weiß ich wie an, dass man ja nicht beachtet wird. Und dabei hat man so viele tolle Facetten, die einen wirklich nach vorne bringen. Und die kann man hervorrufen. Und das passt auch mit diesem Thema wunderbar überein, dass man auch mal den Kleiderschrank ausmistet, da Mut hat, sich zu verändern. Mut aber auch zu haben, mal vor mit Menschen zu reden, die man oft nicht wagt, anzusprechen. Du hast ja auch ein Foto mitgebracht, was ich aber jetzt gar nicht so richtig auf dieses Thema beziehen kann. Das glaube ich dir. Das fiel mir und das brachte ich aber bloß in dem Moment in Zusammenhang. Das sind die Pilze, die unter der Birkenrinde hervorkommen. Und damit kam mir, Mensch, das Licht hochstellen. Wenn der Pilz jetzt ein bisschen gräulich aussieht, wenn ich den jetzt auf diese helle Oberfläche stelle und das auf mich selbst beziehe, dann fängt der auch anders an zu wirken. Ja, also man muss einfach die Dinge auch mal aus anderen Blickwinkeln wieder betrachten. Ne? Also da sieht man, der Pilz an sich würde gar nicht so richtig auffallen, wenn du ihn nicht genauer betrachtet hättest. Genau, so ist es. Elisabeth. Und jetzt im Nachgang habe ich auf dem Foto noch was entdeckt. Das ist noch ein Pilz, der ist ganz rechts am, ganz, ganz dunkel. Erst bei der Bearbeitung meiner Fotos, jetzt habe ich das gesehen. Also ich finde es immer wieder fantastisch, wenn ich meine Fotos mache, was hinterher noch rauskommt. Ja, und es ist auch immer dieses Schöne, dass man einfach auch hier wieder unseren Zuschauern so ein bisschen die Inspiration gibt, mal wirklich aufmerksam durch das Leben zu laufen, mal hinzugucken, die Dinge nicht zu übersehen, sondern sie wirklich auch wahrzunehmen und damit natürlich auch die Schönheit zu erkennen. Du hilfst den Menschen natürlich auch ihre innere Schönheit zu erkennen, indem man dich anrufen kann, indem du auch Lebenshilfe gibst. Und auch du bist über unseren Partner Questico zu erreichen. Entweder unter der jetzt eingeblendeten Telefonnummer oder unter der Telefonnummer, die du vorhin gezeigt hast. Und ich glaube, auch du bist ja eine unserer Beraterinnen, die gerne auch ihr Gratisgespräch abgibt. Das heißt, da zur Verfügung steht 15 Minuten kostenfreie Beratung, wenn man sich ganz unverbindlich bei Questico anmeldet. Selbstverständlich, immer gerne. Herzlich willkommen. Wunderbar, dann sage ich erstmal vielen herzlichen Dank, meine liebe Elisabeth. Bis ganz bald. Danke. Lass es dir gut gehen. Bleib weiter so und wir hören uns. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, tschüss. Elisabeth Tadler über Questico zu erreichen, wie auch dieser junge Mann hier. Ich bin Thorsten Gabriel und als eineiiger Zwilling mit meiner natürlichen Gabe der Hellsicht und genauen Zeitangaben für Sie da. Als Neuzeitschamane kann ich Ihre Aura sehen und durch meine 5D-Chakrenengel-Gebete Ihr erlöstes Potenzial für Sie aktivieren. Durch mein schamanisches Familienstellen und den Familiensegen kann ich Ihnen übernommene Themen und negative Energien aus Ihrer Aura erlösen. Ich freue mich, Sie energetisch und hellsichtig zu unterstützen. Bis gleich, Ihr Thorsten Gabriel. Sigrid, du bist ja heute bei Astro TV und du bist auch ein bisschen neugierig. Wobei, das wäre heute noch nicht mal Premiere, dass man dir in die Karten guckt, ja? Nein,
Also das habe ich schon öfter auch gemacht und ich bin überhaupt ein hochspiritueller Mensch und ich finde es, also die ganzen Themen, die ihr habt, finde ich für mich hochspannend und ich denke auch, wir gehen jetzt in so eine Zeit, wo sich eh so viel wandelt gerade und wir auch diese Aspekte immer mehr in unser Leben mit reinholen. Ja, also deswegen bist du da, glaube ich, auch auf einem guten Weg, nämlich auf der einen Seite natürlich diese Blockadenlösung, die ja auch oft was mit unserem Auftreten, unserem Aussehen zu tun haben und ich glaube, Lino, wenn man jemanden, der so offen ist für Spiritualität, die Karten legt, ist das ein bisschen einfacher? Also kann man da sagen, da fliegen die Karten von alleine raus? Ja, es ist für mich vor allen Dingen erstmal einfacher, weil ich eine Person habe, die auch zuhört und die das auch zu schätzen weiß, was man sagt. Also sie wendet die Sachen dann auch mehr an, als jetzt jemand, der sagt, oh, ich glaube das eh nicht. Also das macht halt wahnsinnig viel mehr Spaß. Ne? Ich mache da gern so als Beispiel diesen Gratis-Flyer, den du vergibst auf der Straße, wenn es jemand ist, den es eh nicht interessiert, wirft es einfach weg. Aber wenn du wirklich jemanden hast, der von sich aus auch sagt, hey, ich habe Lust drauf, ich gucke mir das an, ich nehme das irgendwo auch an, dann ist es natürlich eine ganz andere Sache. Ne? Und klar, wenn sich jemand geistig total versperrt, sind es oft Personen, die sich selbst noch nicht mehr so wirklich einschätzen können oder sich selbst gar nicht kennen und sagen dann, nee, das kann ich, nee, das niemals. Also das also macht schon mehr Spaß mit Sigrid dann. Genau, nicht blockieren, sondern ruhig auch mal annehmen. Ich weiß nicht, Sigrid, hast du eine ganz konkrete Frage oder was würde dich jetzt interessieren, wenn der Lino schon an deiner Seite ist? Also mich würde jetzt wirklich die kommende Zeit interessieren, gerade Herbst, Winter. Ne? Es ist ja gerade über so ein kleines bisschen rumpelig. Ich bin ein hoffnungslos positiver Mensch und es würde mich jetzt wirklich mal interessieren, so gerade so auf diesen Ausblick für die nächsten Monate. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch gerade die Hauptaufgabe von euch, den Menschen so ein bisschen auf Beruhigung zu geben, ne? Weil darum geht es auch ganz oft beim Kartenlegen, keine Ängste zu schüren, sondern wirklich zu sagen, geht mit einer positiven Grundstimmung an die Sache ran. Und wir gucken mal, Sigrid, was der Lino dir jetzt gleich mit auf den Weg gibt. Sehr schön. Ja, man sollte nur Angst haben vor den Sachen, die man vielleicht gar nicht kennt. Ne? Also wenn man jetzt die Karten drauflegt, weiß man ja, was auf einen zukommt. Ne? Dann muss man ja gar keine Sorge haben. Denn wenn man weiß, hey, bis Tag X muss ich das und das gemacht haben, sonst gibt es Ärger, ist es immer angenehmer, als wenn man es nicht weiß. Ne? Und ich habe jetzt generell einfach mal auf Herbst, Winter bei ihr geschaut. Und hier haben wir auch das wunderschöne Kartenbild schon mal liegen von ihrer Seite her. Was ich hier habe, Sigrid ist sehr selbstkritisch auch, ne? So wie ich das sehe. Also sie braucht für viele Sachen, ist wirklich mit dem Herz dabei, steckt vieles hinein. Und es ist auch ihre Begabung, die sie da macht. Ne? Also ich finde sogar, es ist eine Art sogar spirituelle Arbeit, die sie irgendwo macht. Ne? Also dass die Leute sich besser finden, dass die Leute besser zu sich selbst stehen. Und was ich ganz spannend finde, liebe Sigrid, hast du da momentan irgendwelche Veränderungen im Herbst, Winter vor? Weil wir haben hier drin liegen, dass du dich irgendwo noch weiterentwickelst, was dazu nimmst oder vergrößerst. Also man sieht die Vergrößerungskarte mit hier drin, die hier vom Kartenbild her ist. Und dass du daher so ein bisschen mehr nach den Sternen greifst quasi. Ja, das passt. Das auch mit Unterstützung. Ne? Da freut sich jemand. So, ja, ist so. Also wir haben ganz viel gerade in der Pipeline und von daher ist es sehr spannend zu hören auch. Mhm. Ich spüre das auch in mir schon, dass da wirklich noch richtig tolle Sachen kommen. Und wie du schon sagst, so ein bisschen nach den Sternen greifen, ja, da geht es jetzt auch mal auf andere Ebenen. Genau, und das wird hier auch angezeigt. Ne? Also es geht vor allen Dingen mehr in diese zwischenmenschlichen Bereich. Auch wird hier mit angedeutet vom Kartenbild her. Also das heißt, dass du mehr auf die Persönlichkeit, auf das Innere des Menschen achten wirst und dass du mehr so in den Seelen-Wellness-Bereich, nenne ich das jetzt einfach, gehen wirst. Also so wird es zumindest angezeigt. Ich denke mal, du weißt ja, du kennst ja deinen Plan, ob das so in diese Richtung geht oder nicht. Aber so wird es schon mit angedeutet, dass das auch großer Erfolg sein wird und du schlussendlich Menschen beim Wachsen zuschauen kannst. Ne? Also auch von der Persönlichkeit her. Und das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Ist das so der zwischenmenschliche Bereich, wo du auch mehr machen möchtest für dich? Ja, im Grunde geht es ja auch um Persönlichkeitsentwicklung. Ist ein großer Bereich auch bei mir, ne? Weil ich habe sehr viele Trainer, Coaches und so weiter, die ich berate. Mhm. Und die geben natürlich auch was weiter. Ne? Und in meiner Welt bauen wir gerade auch so schöne, viele positive Energie auf.
aus. Also wir sind im Dienst für die Menschen und das ist auch ganz toll, mit solchen Leuten da zusammenzuarbeiten. Ja, dass ja, man also einfach es passt ja. Also es passt wie die Faust aufs Auge und ich finde, das ist wieder dieses klassische Beispiel vom Bauchgefühl, Lino. Wissen es ja ganz oft auch deine Kunden, aber es tut so gut. Irgendwie quasi wirklich dann auch ja, die Bestätigung zu bekommen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ne? Also, genau. Lino, vielen Dank. Da hast du jetzt auf jeden Fall Sigrid dem ein oder anderen beruhigenden Gedanken für die Zukunft mit auf den Weg gegeben. Du bist natürlich auch über Questico zu erreichen. Das heißt, alle die vielleicht auch ein bisschen mehr über sich oder vielleicht auch eine gewisse Beruhigung haben wollen, was die nächste Zeit anbelangt, die können den Kontakt natürlich auch zu dir suchen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Lass es dir gut gehen. Und vielen lieben Dank wie immer für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Und Sigrid, ganz viel Erfolg. Erfolgskarte ist dabei. Also Dankeschön. Daumen sind gedrückt und schönen Tag euch. Vielen lieben Dank. Ich danke dir. Das ist beruhigend, ne? Wenn man sowas mitbekommt. Ja. Wie sieht es bei dir denn generell auch dann so aus? Also bist du auch jemand, die jetzt eben den nächsten Schritt quasi plant? Oh ja, also wir haben gerade wirklich ganz viel in der Pipeline. Wir werden nächstes Jahr ganz besondere Seminare machen. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber es ist im Grunde alles involviert, was ich hier in meinem Leben gelernt habe. Ja, also richtig tolle Events machen, wo niemand irgendwo zu kurz kommen wird, die sehr persönlich werden können, aber wo wir auch Netzwerke mit aufbauen. Und also es wird schon ganz was Besonderes geben. Also mir ist es wichtig, wirklich Menschen in die Kraft zu bringen und da jetzt auch schöne Erlebnisse noch drumherum zu schaffen. Ja, also nicht nur die Einzelberatung, sondern auch mehrere Menschen mal zusammenzubringen. Ja, aber ich glaube, es ist auch dieser generelle Trend, ne? Also wirklich auch wieder die Menschen wahrzunehmen und an die Hand zu nehmen und das auf eine ganz persönliche Art und Weise. Auch wenn es manchmal nicht persönlich geht, bist du aber eben auch online-mäßig natürlich abrufbar. Wie erreicht man dich am besten? Also wirklich über meine Homepage. Also die heißt so wie ich, entziffer.com. Genau, wobei ich immer sage, bei sowas ist immer Sigrid Niermann einfach eingeben bei Google, dann findet man dich natürlich auch sofort. Das ist genau. Immer der schnellere Weg. Du bist natürlich auch über Instagram, da werden wir dich auch im Anschluss natürlich an die Sendung gleich verlinken. Und ich habe ein kleines Experiment noch mit dir vor, davon weiß allerdings der liebe Kollege noch gar nichts. Der Danny ist nämlich mittlerweile im Studio und du läufst jetzt nicht raus, mein Lieber, du bleibst mal schön hier bei uns, denn du guckst dir ja nicht nur die Damenwelt an. An mir ist leider Gottes nichts zu verändern. Also ich bin einfach so perfekt, wie ich bin. Aber ob das keine Ahnung, worum es geht. Aber ob das bei Danny auch so der Fall ist, das werden wir uns gleich erzählen lassen. Jetzt machen wir erst noch mal kurz den Hinweis auf unsere dieswöchige Verlosung. Denn ihr wisst ja, es gibt Kraft und Schutz von Astrid Obersteiner zu gewinnen. Und zwar ein wunderbares Set, das ihr im Übrigen auch über unseren Astro-TV-Shop erwerben könnt. Also wer da noch mal die genaue Beschreibung sich durchlesen möchte, guckt mal vorbei unter www.astrotv.de, geht auf die Suche nach Astrid Obersteiner und dann findet ihr hier diese Ethno-Kollektion, zwei wunderbare Armbänder. Wenn ihr allerdings sagt, ach, ich mache jetzt einfach mal so verrückt, wie ich bin, mit bei unserer Verlosung, bei dieser Verlosung, dann investiert 50 Cent aus dem deutschen Festnetz und beantwortet eine Frage, nämlich, welcher Finger ist eigentlich länger, der Zeigefinger oder der Daumen? www.astrotv.de, da könnt ihr das Ganze noch mal nachlesen. So, die Kamera muss eingerichtet werden für den Danny. Du hast nur gesagt, hast du Zeit und Lust. Und ja. Lust habe ich immer und Zeit hatte ich auch, aber genau. Ich habe keine Ahnung. Nein, im Grunde genommen, wir kennen uns so lange. Ja. Und ich weiß, dass du eigentlich früher ja auch ein anderer Typ warst als heute. Ich kenne dich eigentlich eher immer so als Danny, wie du halt so bist. Geht es um meine Persönlichkeit? Um dein Aussehen. Ach so. Warst du mal so ein richtig Verrückter? Ja, was heißt verrückt? Also ich hatte mal so lange Haare. Ja, das kenne ich nur Fotos. Genau, das mag man nicht glauben, aber ja, es ist tatsächlich so. Das war auch eher so zu meiner Elektro-Techno-Zeit, sag ich mal, um die 90er. Dann gab es auch diese wilden Hosen, die wirklich so breit waren. Da sah ich schon ein bisschen schräg aus, wenn ich das mit heute, oder wenn andersrum, wenn ich das heute sehen würde, dass jemand so rumrennt, würde ich sagen, ja, wirklich. So, wie würdest du deinen Kleiderstil so beschreiben? Hast du einen festen? Weil kommt ja bei dir auch oftmals auf den Anlass an. Also ich kenne dich ja auch privat, also dann weiß ich ja auch manchmal. Ich weiß nicht, gehst du selber einkaufen, machst du dir Gedanken oder ist es dir eigentlich wurscht? Ich bin nicht so der Shopper.
Oh, Überraschung, wie viele Männer. Ich würde meinen Kleidungsstil als sportlich leger beschreiben. Ich trage gerne Jeans und Turnschuhe. Und ansonsten bin ich ein fauler Jobber, Shopper. Ich habe fünf gleiche schwarze T-Shirts im Schrank und 10 bis 12 weiße. Und das ist es eigentlich. Das ist so mein Outfit. Gibt es so eine Veranstaltung, die dich total outfitmäßig überfordern würde? Also Beispiel. Die Met Gala zum Beispiel. Ja, genau, also, für mich wäre so Oscar-Verleihung oder sonst irgendwas, wo ich mir denken würde, oh Gott, nee. Also da kommen die alle Frauen kommen im Abendkleid. Ich würde mir nie im Leben ein Abendkleid anziehen. Was hätte ich für eine Alternative, Sigrid? Ich würde mir ein Smoking oder so ein Frauensmoking Ganz holen. Genau. Also ich hatte jetzt gerade eine große Veranstaltung in New York und da hieß es eigentlich lange Abendgarderobe für Damen. Und ich bin in einem goldenen Paillettenanzug aufgetaucht und ich habe noch nie so viel Komplimente gekriegt wie an diesem Abend. Also da ist auch wieder Mut zum Typ sowieso mein Thema. Ne? Mhm. Also sich nicht in eine Schablone reinstopfen zu lassen, weil du bist einzigartig und das darfst du auch zeigen. Ja, also das heißt jetzt nicht, dass man alle Regeln umreißen muss. Es kommt dann ja auch immer noch darauf an, wie kommt die Einladung ins Haus geflattert? Ist das jetzt sowas gedrucktes, hochoffizielles? Ja, also mit womöglich noch hinten mit Siegel drauf oder so. Ja, also da gibt es schon so Abstufungen und dann da komme ich ja schon wieder ins Spiel, dass man dann sagt, oh Gott, ne? Also ich mache ja auch so SOS-Beratung. Das heißt, ne, oh Gott, ich bin jetzt eingeladen bei, was mache ich? Und dann setzen wir uns da hin und dann wird ein Kleidungskonzept eben erarbeitet für diesen Event. Du siehst es ja den Menschen relativ schnell an. Also bei mir hast du gesagt, oh, da kann man nichts viel verändern. Es ist eigentlich schon perfekt, so wie es ist. Ja, ja natürlich. Hat sie doch, gesagt? Sie ist ganz, das merkt man. Das ist ja nur bei Ellen DeGeneres kopiert. Hör auf. Nein, ist es nicht. Nein, aber ich habe mir heute Morgen, muss man sagen, ja, ich habe mir heute Morgen schon auch Gedanken gemacht, habe mir gesagt, okay, womit kann ich am wenigsten auffallen? Was ist jetzt? Und auch überzeugen. Aber so läuft es auch rum. So läuft es auch rum, genau. Ja. Bei Danny, also ist das so ein klassischer Mann, wo man sagt, aus dem, da könnte, also da habe ich schon so eine Vorstellung. Also ich finde, er ist ein hochwandelbarer Typ. Spricht schon dafür, dass er auch gesagt hat, dass er mal die langen Haare hat. Also da merkt man schon. Ich glaube, er würde sich auf gewisse Dinge vielleicht auch sehr viel schneller einlassen als Menschen, die jetzt wirklich ganz große Angst vor Veränderungen haben. Also ich glaube, wenn ich mit guten Argumenten komme, könnten wir ihn sogar vielleicht in den Frack bekommen. Für eine Verantwortung. Also das, ne? Glaube ich. So schätze ich dich auf jeden Fall schon mal ein. Ich glaube, es ist ja auch die Frage, wie man sich selber kleidet, ob man so einen Zugang dazu möchte. Zum Beispiel Jerome Board hängen. Ne? Mhm. Das ist ja jemand, der sich sehr extravagant kleidet, aber es passt auch. Ja. Das heißt, ich könnte mich in so einem Outfit auch vorstellen. Ich würde mich nicht dagegen sträuben. Es gibt so Sachen, die ich vielleicht nicht mitmachen würde. Oh, meine Kette. Extrem. Man hat mir gerade gesagt, wenn die Keule? Sigrid gerade mal gezeigt wird, dann musst du mal unauffällig an Dannys Mikro. Nein, ganz unauffällig. Wir können das doch auch jetzt einfach mal zeigen, das Fernsehen. ist es tonmäßig ganz eine Katastrophe oder geht's? Es ist schwierig. Dann hole ich mir kurz eine Keule. Ja, warte, wir machen es einfach so, weißt du? So. Hallo. So, genau. Also ich wäre auch bereit, Sachen, es gibt Grenzen, aber ich bin da offen für. Also ich ziehe mich nur so an, weil es einfach ist. Aber sind die Frauen offener oder sind die Männer offener? Also musst du, sind die Frauen offener oder sind die Männer offener? Vielleicht sind die Frauen ein bisschen offener, aber Männer gehen wirklich mehr. Bei Frauen ist es so, dass sie dann noch zu sehr so Bilder auf dem Kopf haben. Ich sollte jetzt aussehen wie... Wenn ich bei Männern mit starken Argumenten komme und erkläre Hauttyp, Farbton, Augen und so weiter und so fort, die nehmen diese Fakten schneller rein. Und dann kommt der Punkt, wo wir sagen, so okay, und jetzt lassen wir mal krachen. Ne? Jetzt das ist so interessant. Ich hätte gedacht, dass Frauen schon eine ehere Vorstellung haben von dem, was sie anziehen möchten und was sie nie anziehen würden. Aber gut, ich kenne mich ja nicht aus. Ja, es ist oft auch so, dass manchmal ist so eine Wand da. Aber das heißt ja auch nicht, dass die bestehen bleiben muss. Also wenn du gute Argumente hast und ich gehe ja Gott sei Dank direkt mit den Leuten in die Umsetzung. Ja? Mhm. Also meine Kunden erleben teilweise komplette Makeovers und das heißt, wir gehen dann und probieren auch an. Und wenn ich dann vorher schon geschminkt habe und wir haben die Haare auch schon gemacht, dann kommt das schon ganz anders rüber. Ich finde, man hat jetzt so totalen Bock drauf, eigentlich in eine gewisse Verwandlung zu gehen. Und ich glaube, das Team würde sich jetzt kaputt lachen, wenn man jetzt sagen würde,
Jenny absolut im Smoking, ich daneben im kleinen Schwarzen, weil ich wüsste, ich könnte es tragen. Ich tue es nur nicht, ja. Aber ich glaube, das wäre wirklich mal so eine richtig schöne Aufgabe für uns, oder? Dass wir mal total in die Veränderung gehen. Ich fand es eine sehr schöne Stunde. Und ich glaube, auch diese Inspiration, die wir heute wieder mitgeben konnten, hat vielleicht dem einen oder anderen geholfen. Sigrid, du machst dich auf den Weg zu den Menschen. Die Menschen machen sich auf den Weg zu dir. Sehr sympathisch, muss man wirklich sagen. Also toll gekleidet, ja. Also aktuell, hier schicke Turnschuhe. Und das darf man eben heutzutage auch, ne? Total. Erlaubt es ja ein bisschen, was gefällt. Ja, der Sneaker ist sowieso absolut salonfähig geworden. Mittlerweile erobert er wirklich intensiv, genau, ich mache mit, die Büroetagen. Dazu gibt es eine Story. 9/11. Die musst du gleich bei Instagram vielleicht erzählen. Dann können wir so ein bisschen über Instagram auch noch die Verknüpfung herstellen. Denn unsere Sendezeit, so schnell kann so eine Stunde vorbeigehen, ist leider Gottes wieder vorbei. Danny, vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Vielleicht kommst du ja morgen wieder vorbei. Ich hätte morgen auch noch ein bisschen was mit dir vor. Also morgen, das wäre lustig gewesen. Ja. Also ich habe leider gar kein schwarzes Kleid, aber vielleicht sollte es auch so ein Must-Have, oder? 10 Sekunden nur noch, Spruch des Tages, ganz schnell. Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt. Gott sei Dank ein kurzer Spruch des Tages vom Ernst Ferstl. Das war's für heute Morgen, um 9 sehen wir uns wieder. Vielen Dank, Sigrid Niermann, ihr findet sie natürlich auch im Internet. Danke, Danny. Danke an euch fürs Zugucken. Bis morgen, jetzt viel Spaß im Astro-TV-Shop mit Cora Herfurth-Keck und Daniel Greibig. Tschüss, ciao, servus, tschüss. War jetzt hier wieder fest, ne? Vielen, vielen Dank. Super. Sehr, sehr gerne.